Wasser schwimmen lässt, dann kehrt sie eines Tages genau dahin zurück. Versuchst du mir etwa damit zu sagen, dass du bald nach Hause schwimmen wirst? Nun, jetzt wo Vater gesund ist, gäbe es für dich nur eine Möglichkeit, mit mir auf den Meeresgrund zu kommen. Marina, die gibt es vielleicht. Wirklich? Wir werden es morgen herausfinden. Ach, was für eine bittersüße Stunde muss das für diese beiden Kinder sein. Irgendwie ist das nicht fair. Ja, ich weiß, Schlumpfine, aber sie haben einen wunderschönen Augenblick miteinander verbracht. Das ist mehr als mancher andere je erlebt. Sie ist so traurig. Oh, Handy, ich wusste, dass du dir was ausdenkst. Ist das eine von diesen, wie nennst du sie? Schlumpfator. Jetzt brauche ich keinen Schlauch, um Luft zu kriegen. Nun denn, auf geht's. Das ist wunderbar. Willkommen in meiner Welt, Handy. Wie gefällt sie dir? Es ist toll hier. Ich muss den richtigen Dreh mit dem Ding rauskriegen. Du machst es sehr gut, Handy. Marina, warte auf mich. Ich werde ewig auf dich warten. Marina, Hilfe! Das ist eine schlumpfressende Muschel. Oh, mein armer, lieber Handy. Ich kann sie nicht öffnen. Hol Hefti, der ist stark genug. Ja, ich beeile mich, Handy. Und schön weiter schlumpferieren. Oh, toll. Sieh doch nur, Schlaubi. Sie schwimmt genau wie ein Fischchen. Um hundertprozentig gerecht zu sein, ist sie hauptsächlich Fisch. Und der Rest von ihr ist, ja, egal was Handy auch denkt, es ist mit Sicherheit nicht schlumpfig. Aber Sie sind verliebt. Was macht das schon für einen Unterschied? Wie sagte Papa Schlumpf noch? Ost ist Ost und West ist West. Und auf ewig sind die Zweien getrennt. Zweien? Was sind Zweien? Nun, das sind eine Art etwa so, ja. Hilfe! Holt Handy! Handy ist in Gefahr! Hefti? Warum Hefti? Hefti! Hefti! Komm schnell, beeil dich! Nur keine Angst. Schlaubi ist ja da. Ach, dabei fällt mir ein, dass ich gar nicht schwimmen kann. Hefti! Marina, wo ist Handy? Folge mir! Er hätte da leicht ertrinken können. Handy, du weißt, es ist eine Sache, tapfer zu sein, aber tollkühn zu sein, eine andere. Vielleicht kann Marina lernen, an Land zu leben. Man muss sich einfach nur ans Wasser gewöhnen. Und man muss sich von schlumpffressenden Muscheln fernhalten. Darüber denke ich morgen nach. Wieso morgen? Aber Daddy, ich liebe ihn. Ach, natürlich tust du das. Aber wenn du ihn wirklich liebst, dann lässt du ihn gehen. So ist es leider. Ein Schlumpf im Meer, das ist wie ein Fisch an Land. Ich weiß. Oh, Daddy. Im Neptuns Namen, was soll ich denn tun? Ich glaube, du kennst die Antwort. Ich werde morgen wieder nach Hause schwimmen und ich werde ganz bestimmt nicht allein schwimmen. Ich sag's ihm heute Abend. Tschüss! Entschuldige bitte. Was für eine schöne Aussicht. Ja. An einem so klaren Tag wie heute sieht man das Meer. Handy, da wir gerade von Meer sprechen. Wenn ich vielleicht Flossen und einen Schwanz in meinem Taucheranzug anbringe. Handy, hör auf. Um den Taucheranzug geht es nicht. Ich lasse mir was Besseres einfallen. Vielleicht eine gigantische Blase und wir könnten... Oh, Handy. Wenn ich im Mondschein dein schönes, kluges Gesicht sehe, dann... Ah! Handy, hilf mir! Handy! Halt dich fest, Marina! Oh! Handy! Warum hilft mir denn niemand? Hefti! Papa, haltet sie auf! Oh nein! Oh nein! Was hab ich getan? Es ist Marina, schnell! Lebe wohl, meine Liebste. Handy! Dort, wo sie hingeht, ist es besser für sie. Oh, Handy! Es tut mir so leid! Weine nicht, Schlumpfine. Sie schwimmt nach Hause, nach Atlantika.
Und merke dir, Handy, es ist besser, eine Liebe verloren zu haben, als überhaupt nicht geliebt zu haben.